Ja, hallo liebe Leute, neues Video FreeCAD und Modellflugzeugkonstruktion. Diesmal nicht so sehr ein Tutorial, weil irgendwie komme ich da zu keinem Ergebnis. Ich habe verschiedenste Methoden ausprobiert, um einen Modellflugrumpf in FreeCAD zu konstruieren und alles klappt nicht so super richtig, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich will jetzt, ich denke mal, in mehreren Videos verschiedene Ansätze durchgehen und zeigen, wo da die Grenzen sind und wo es halt klappt oder wo es einigermaßen klappt oder gar nicht klappt. Fangen wir erstmal an, und zwar Modellflugrumpf für die Tragflächen, die ich hier im letzten Video gemacht habe. Das waren ja so Tragflächen von 1,50 m Spannweite ungefähr. Das ist so ein Hotliner und da soll jetzt der Rumpf für konstruiert werden. Okay, erster Ansatz ist, wie ich auch am Anfang mal die Tragflächen konstruiert hatte, vor, ist schon auch, denke mal, wieder mehr als ein Jahr her, und zwar über Lofts. Fange ich damit mal an. Die Lofts, da gehen wir erstmal in den Sketcher und zeichnen verschiedene Sketches. Fangen wir an. Sketch 1 auf die YZ-Ebene auf 0, das ist genau richtig. Und da zeichne ich jetzt alles rein, was ich für alle diese Spanten, nenne ich die jetzt einfach mal, brauche. Das heißt, wir machen keinen Kreis, wir machen hier eine Ellipse und die zeichnen wir hier so rein. Und dann wird das hier wird horizontal. Und dann kriegt das jetzt die passenden Maße. Und zwar das hier, das sind 40 mm und das Maß hier auch 40 mm. Und zwar, das ist ein Kreis mit 40 mm. So, das wird jetzt hier zentrisch, da fangen wir an. Die beiden selektieren, Shift C oder C, bin jetzt nicht ganz sicher. C einfach drücken und dann ist das da platziert. Okay, dann haben wir hier die 40. Hat er die anderen nicht gemacht? Warum zeigt er das Maß jetzt nicht an? Ja, ist schon komisch, aber egal. So, damit fangen wir an und jetzt zeichne ich direkt die weiteren Spanten darum. Und zwar, wir machen noch eine Ellipse hier rein, wiederum hier so hin. Und das wird auch hier horizontal. Und dann kriegt das hier ein Maß. Die Höhe, das werden 62 mm. Und die Breite, das werden 52 mm. Das machen wir jetzt schon mal blau, weil das wird ja erst später benutzt. So, der wird hier drauf. Ich mache mal gerade die Tastaturbefehle oben an. So, der und dazu dann Taste C drücken, nee, Shift O drücken. Und dann liegen die hier drauf. Warum ist er da jetzt am rummotzen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Gucken wir mal an. Du, Shift O. Na, irgendwas ist da falsch gelaufen. Egal. So, das wird, ich sag jetzt einfach mal, so würde diese kommen. Dieses Teil hier würde 150 mm in der X-Richtung verschoben werden. Aber das brauchen wir erstmal nicht zu wissen. Wir machen weiter. Nächstes Ellipsenteil. Wieder du bitte horizontal. Und wir können das hier so reinschieben. Und dann wird die Höhe da, das werden 52 mm, Shift D 52 und das Maß hier Shift D 42 und du bitte auch darauf Shift O sollst da drauf liegen. Du wirst natürlich auch blau. Dann können
das jetzt hier so reinschieben. So, das gucken wir gerade. Da kann man schon mal ein bisschen nach oben gehen. Sagen wir so. Gut, dann der nächste. Und das waren jetzt schon die großen Teile. Jetzt kommen viele kleine. Das wird hinten der Rumpf, das Rohr. Und zwar, nee, schließen wollte ich jetzt hier nicht. Da machen wir jetzt wieder eine Ellipse. Wieder auf genau dieselbe Art, wie gerade gesehen. Und das wird horizontal. Und das wird 25. Und das Maß, das wird 20. Das könntest du noch ein bisschen dünner machen. 15. Ich denke, wir können das auch dünner machen in der Höhe. Da machen wir 20 raus. So, das wird natürlich auch hier auf die verlagert. Shift O dahin. Das wird natürlich auch blau. Jetzt muss man sich überlegen, wo kommt das hin? Ich sage einfach mal, das käme dahin. Und dann haben wir alle Ellipsen definiert. So, einmal schließen. So, jetzt machen wir hier von Kopien. Und zwar, ich brauche davon 1, 2 und dahin machen wir 3, 4, 5 Kopien brauche ich davon. Stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Kopien. Das heißt, Steuerung C und dann 1, 2, 3, 4, 5 Stück. So, der stimmt. Die werden jetzt hier verschoben. Das heißt, wir wechseln in die Modellansicht. Hier auf Daten bei Placement. Da können wir jetzt hier die Position und Gott sei Dank genau X, das können wir gerade noch sehen. Und die erste Zeichnung wird 150 mm nach da verschoben. So, dann haben wir die zweite. Die wird verschoben um 290 mm. Und die dritte, da müssen wir uns jetzt überlegen, hinten, das sind dann 650 mm. Da waren wir gerade bei 290. Also machen wir hier mal 350 mm. Und die nehmen wir erstmal wieder raus, weil die kopiere ich erst, wenn ich den hier geändert habe. Die machen wir die Änderung sofort. Ich selektiere die beiden. Klicke einmal auf Blau, dann habe ich die vertauscht und dann kann ich die jetzt kopieren noch zweimal und dann, das war ja auf 350, dann machen wir hier 450 und den auf die 650, was die Länge des Rumpfes ist. Sieht mir jetzt aber nicht so aus. Da muss das hin. 650. Muss auch tippen können. 650. So, gucken wir uns das mal an. 450. 350. Und den machen wir noch ein bisschen weiter. Auf 500. So, okay. Jetzt haben wir noch die Zeichnung 2, 1, 2 und 3. Ja, 3 ist richtig, die 1 und 2. Die hier, die müssen wir auch eben austauschen. Du und das war die große hier. Und einmal austauschen, schließen und diese Zeichnung, auch die hier und den kleineren, und die auch austauschen, dass eben der weiß wird. So, jetzt habe ich die Konturen hier schon definiert und das soll jetzt halt mit einem Loft verbunden werden. So, das Loft können wir ruhig im Part-Modus machen. Wir müssen nicht im Part-Design-Modus das machen.
Das heißt, ich wechsle hier in den Part-Modus. So, kurze Unterbrechung. Wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da und einen Klick auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert. Und dann geht es jetzt auch sofort weiter mit dem Video hier und der Konstruktion des Rumpfes. So, dann legen wir hier los. Noch kurze Info, wenn etwas länger dauert, dann wird oben so eine Uhr eingeblendet. Das ist so eine Uhr, die sich dreht. Die seht ihr dann, dass ich da irgendwas beschleunige. Der Ton ist dann in dem Fall auch immer aus. Okay, fangen wir an mit dem Rumpf. Ich selektiere erstmal gar nichts, sondern ich wähle die Funktion Loft aus. Und in der Funktion Loft kann ich nun auswählen, welche Sketche möchte ich dort überhaupt benutzen. Also, Sketch, erstmal alle. Wir hoffen einfach mal, dass wir alle wirklich benutzen können. Das heißt, Doppelklick, 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 Doppelklick. Alle sind da drin. Ich will einen Volumenkörper machen, eine Regelfläche. Kann ich jetzt erstmal machen, ja, dann damit man überhaupt sieht, dass es damit wenigstens funktioniert und geschlossen muss ich nicht anhaben. Einmal OK klicken und ein wenig warten und da ist der Rumpf. So, kann man sich jetzt anschauen, aber da sieht man, da ist nichts rund, das ist einfach nur verbunden. So, ich möchte aber jetzt die Lofts halt mit Kurven arbeiten lassen. Dazu gehe ich hier rein in die Daten, fahre hier ein bisschen runter und dann haben wir hier Solid und Ruled. Das kann jetzt einfach ausgeschaltet werden auf False. Und dann warten wir einen Moment. Kann das hier sehen, der rechnet gerade. Ah ne, jetzt fängt er erst an zu rechnen. Das, und da sieht man was ganz Tolles. Den Rumpf wollte ich sowieso immer mal haben. Also sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Also das klappt so nicht. Was machen wir? Ich nehme in dem Loft jetzt einfach mal hier Sketch 4 und 5 raus. Das heißt, ich mache einen Doppelklick oder ich mache den ganz neu, den Loft. Das heißt, einmal löschen, dann nochmal wieder den Loft und dann machen wir jetzt Sketch, Sketch, Sketch und bis dahin. Ich glaube, wenn ich einen weitermache, wird es schon nicht funktionieren. Das können wir aber mal probieren. Machen wir bis dahin das Ganze. Okay, das klappt. Sieht ein bisschen komisch hier vorne aus. Machen wir das Loft nochmal weg. Machen es nochmal neu. Diesmal nur Sketch, Sketch 1, Sketch 2. Und da beenden wir das Ganze. Dann sieht das hier schon relativ vernünftig aus. Jetzt muss ich hier hinten ansetzen. Und da kann ich jetzt einfach einen zweiten Loft dran setzen. Dass die Zeichnungen hier nicht mehr in der, im Baum zu sehen sind, spielt keine Rolle. Also machen wir den und der geht jetzt von Sketch 2 nach Sketch 3 und dann nehmen wir jetzt die alle. Das heißt Sketch 2, 3, 4, 5 und OK. So, da müsste wahrscheinlich hier hinten noch einer eingefügt werden, vielleicht auch noch mehrere. Ich hoffe, das geht jetzt so nachträglich. Ja, ich mache es lieber mal neu. Wir nehmen den Loft wieder heraus, den zweiten. Und ich füge jetzt hier noch weitere Kopien ein. Und zwar die hier. Und das wird Sketch, das war 5, 4, 3, Sketch 3-1, nennen wir das einfach mal.
der kriegt jetzt hier ein neues Maß beim Placement. Ist jetzt nicht mehr auf 350, sondern machen wir mal auf 400. Machen wir 450. Das ist zu viel. 430, 425. So sieht er ganz nett aus. Und dann können wir den direkt nochmal kopieren. Das wird jetzt Sketch. Na komm. Sketch 004-1 und der kommt. Da müssen wir schauen. Sketch 5 ist der auf 650. Sketch 4 auf 500. Also 600. 580 oder sowas muss der hängen. Okay, machen wir das mal gerade. 580. Okay. So, jetzt können wir wieder loslegen, den Loft generieren. Und zwar Sketch 2 war das. 2, 3, 3, 1, 4, 4, 1 und 5. Und erzeuge Volumenkörper, Regelfläche bleibt aus und okay. Jo, da sieht man, das kann man so als Rumpf nehmen. Natürlich ist nicht jedem so ein Rumpf, gefällt nicht jedem so ein Rumpf, der hier wie soll ich sagen, da so einen Absatz hat. Das sollte man noch besser hinbekommen, aber da muss ich dazu sagen, ich weiß im Moment nicht wie. So, Solid machen wir hier mal True. Und bei dem machen wir das auch. Da haben wir es noch. Das heißt, der ist zu und da hinten, der müsste eigentlich auch zu sein. Okay, jetzt können wir die beiden Lofts, da machen wir erstmal über die Funktion im Part-Modus Formteil Create a Copy und Form aufbereiten. Das haben wir hier gemacht und das mache ich hiermit auch. Die Funktion habe ich aber hier als Icon. Ich muss die nicht so kompliziert aufrufen. Gut, jetzt haben wir die beiden hier. Jetzt können wir die ganzen Zeichnungen hier inaktiv schalten. Auch die beiden hier. Und so sieht das Ganze jetzt aus. So, jetzt macht man aus dem Rumpf hier eine Aufdeckung. Das heißt, ich selektiere, beziehungsweise erstmal müssen wir die verbinden. Die beiden werden markiert und mit dieser Funktion hier vereinigt. Aus der Fusion mache ich auch wieder ein neues 3D-Objekt und jetzt können wir hier den bitte auswählen und den hier hinten auch. Gucken wir uns nochmal an, ob der vorne noch aktiv ist. Ja, beide sind selektiert und einmal auf Aufdeckung klicken. Standardmäßig 1 mm, da gehen wir hier auf 0,4 mm und können wir OK klicken und dann ist der Rumpf auch ausgehöhlt, wie ein Rumpf eben sein muss. So kann man sich das von der Seite anschauen und von oben. Wie gesagt, ich hätte liebend gerne da ähnliche Möglichkeiten, wie ich das zum Beispiel bei Autodesk Fusion gehabt habe, als ich mal so einen Rumpf konstruiert habe. Scheint leider so nicht zu klappen. So, dann geht's weiter hier. Ich möchte hier noch so einen Ausschnitt reinmachen. So eine Kabinenhaube. Da gehen wir in den Part Design Modus. Part Design. Alles deselektiert. Einen neuen Körper. Eine neue
Gucken wir uns das mal an. Ja, der ist leer, das muss er auch sein. Eine neue Zeichnung auf der XY-Fläche. Und wir klicken einmal hier, damit wir auch alles sehen von der Zeichnung. Und da wird jetzt wiederum eine Ellipse rein konstruiert. Irgendwie so. Falsche Taste gedrückt. So. So, das hier wird horizontal. Das können wir jetzt hier so reinsetzen. Du darauf und Shift O. Und dann können wir die Maße jetzt hier anpassen. Wir können das so platzieren. Wie soll die Kabinenhaube aussehen? Gehen wir wieder in die Aufsicht. Und ja, das soll es sein. Wir schließen das Ganze, machen da eine Aufpolsterung. Die machen wir ruhig 100 mm hoch. So, da ist die Aufpolsterung meiner Meinung nach viel zu weit vorne. Das heißt, da kann man jetzt einfach den Körper nehmen, transformieren und das hier so zurechtschieben. So zum Beispiel. Und immer noch ein bisschen weit oder zu wenig, zu dicht vorne. Das heißt, nochmal transformieren. Machen wir es so. Okay, da kann schon der Motor rein, das passt. Dann wird hieraus auch wieder ein Körper gemacht. Wir gehen also hier im Part-Design-Modus, habe ich die Funktion auch hier liegen. Da wird ein neuer Körper rausgemacht. Aus der Thickness bitte auch. Dann kann ich das jetzt schneiden. Wir gehen wieder in den Part-Modus. Thickness und der Körper und einmal rausschneiden. Da ist jetzt ein Loch drin. Das ist ein bisschen schmal. Das heißt, wir können jetzt hier den Sketch angucken, die mal gerade bemaßen hier. Das machen wir mal 74 und das Maß hier. Das machen wir mal 35 und schließen das Ganze und dann ist das Loch auch entsprechend größer. Okay, jetzt zu einem etwas schwierigeren Part. Ich habe die Tragflächen, da habe ich mir einmal das Innere der Tragfläche und die Haut habe ich mir kopiert, weil ich die hier ausschneiden möchte. Das habe ich auch gemacht, damit ihr seht, was es da für Fallstricke gibt. So, ich mache erstmal hier raus wieder einen neuen Körper. So, und den nenne ich jetzt einfach mal Rumpf. So, dann gehen wir auf Importieren. Und da haben wir im Verzeichnis FreeCAD. Das ist hier. Und das Verzeichnis, das heißt, ich glaube, tut. Entweder ist es hier hingekommen, nee. Dann wahrscheinlich in das Verzeichnis TF. Da habe ich zwei BREP-Dateien, BREP-Dateien. Das ist einmal die Tragfläche und einmal die Haut der Tragfläche. Die beiden importiere ich jetzt. Und da haben wir die drin. Direkt schon gedreht sind. Eigentlich sollten sie das nicht sein. Bin ich wirklich überfragt. Warten wir mal ab, bis er fertig ist. Ich mache einfach mal die Uhr an und wir warten ab.
So, warum wir jetzt hier, also die Haut, die steht auf alle Fälle senkrecht und der ist immer noch nicht fertig. Okay, dann können wir die Uhr wieder ausmachen. So, die Haut hier, das werden wir jetzt erstmal deselektieren und dann gucken wir uns mal an, was haben wir hier? Eine Fusion aus diesen beiden. Wusste ich gar nicht, dass ich das so gemacht hatte. Okay, wir machen hier einmal eine Kopie raus. Okay, das ging jetzt Gott sei Dank schnell und diese Kopie, die wird jetzt verschoben. Das machen wir auch hier, indem wir auf Modell gehen, auf Placement, Position in X und das die 150 mm. Da kommen die Tragflächen hin und dann können die jetzt mal der Sicherheit halber auf 140. 149 setzen. Gucken. Mal da noch so ein bisschen da einen Abstand gelassen. Und das sind die Tragflächen. Okay, jetzt mal hier den Rumpf. Da die Tragflächen. Daraus machen wir jetzt eine Differenz. Beide selektieren. Differenz klicken. Okay, war gar nicht notwendig, die Uhr anzumachen. Und dann schneidet der hier wirklich rein. Das sieht man hier. Und dann kann man die Tragflächen da reinstecken. Jetzt ist natürlich Folgendes: Die Tragflächen, die sind dieser Ausschnitt, der ist zu klein. Und weil der ist so gemacht worden, dass die, ich habe ja die Tragflächen im letzten Tutorial nach außen aufgedeckt und man sieht ja auch, dass es hier nicht so richtig wunderbar hübsch aussieht vorne. Aus der anderen Ansicht wahrscheinlich genauso nicht. Genau, das sieht gleich schlecht aus, aber da werden wir mit leben müssen. Besser, wenn wir es nicht hinkriegen, kann sein, wenn man es dann als Form, als Mesh tessiliert, dass es dann besser rauskommt. Das muss man sich anschauen, aber auch das braucht immer seine Zeit, wenn man das berechnen möchte. So, wir machen aus dem Rumpf ein neues Objekt mit dieser Funktion. Das ging jetzt wieder relativ fix und jetzt haben wir ja hier die Haut. So, die muss jetzt erstmal gedreht werden. Das heißt, Haut transformieren und die drehen wir jetzt. Das hier ist diese Achse, so dass sie gerade da liegt und dann verschieben wir die. Das können wir jetzt aber auch der Sicherheit halber hier machen und zwar, das ist der Rumpf, das ist die Haut. Da machen wir gerade mal ein neues Objekt von. Das hat er jetzt Gott sei Dank fix gemacht und das verschieben wir jetzt auch um 149 mm. Und lasse jetzt die Haut auch da reinschneiden. An sich sollte das funktionieren, aber bisher hat es noch nicht funktioniert. Einzige, was ich jetzt anders gemacht habe, ich habe immer 150, ich habe jetzt die 149 genommen. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ich gehe aber nicht davon aus. So, das heißt, ich wähle den Rumpf aus, wähle die Tragflächenhaut aus. Bevor ich das mache, mache ich hiervon aber noch eine Kopie. Und die brauchen wir gleich dann nochmal. Die möchte ich jetzt hier abziehen. Das heißt, du bitte und eine Differenz.
Und wie wir sehen, es wird zwar kein Fehler angezeigt, aber er hat das Loch wieder schön zugemacht. Also das klappt einfach nicht. Das heißt, so läuft es nicht. Ich will jetzt aber, ich lösche jetzt diesen Cut hier einfach raus, vielleicht noch eins zeigen, und zwar, ich habe ja hier diese Tragfläche und hier dieselbe nochmal. Und die möchte ich jetzt spiegeln. Das wird häufig gefragt, wie spiegel ich denn solche Sachen in FreeCAD? Also, das machen wir folgendermaßen. Erstmal geht man hier in einen seiner ersten Buddies. Das ist der hier, wählt bei Origin zum Beispiel die XY-Plane aus und geht in den Draft-Modus. So, da hat er mir ein bisschen zu rödeln. Dann kann man sich das von oben anschauen. Da sieht man, wir haben hier die Tragfläche. Das heißt, die erste, das ist die zweite, die ich vorhin kopiert habe, die möchte ich jetzt spiegeln. Die Spiegelfunktion findet man hier. Einfach einmal auswählen. Und dann, worum wird gespiegelt? Also in 0, in X, in Y und in Z. Und dann habe ich hier so einen Cursor dranhängen. Und dann kann ich jetzt hier sagen, okay, 650 mm spielt eigentlich keine Rolle, das Maß. Und hier die auch auf 0 und 0. Und dann können wir, oder ist er schon dran? Ja, er ist schon dran am Rechnen. Okay, jetzt hat er die Tragfläche da gedreht. Das hat wirklich, wirklich lange gebraucht. Ich brauche das jetzt nicht hier probieren. Auf der Seite schneidet die genauso wenig da rein. Ich habe das nur gemacht, damit ihr sehen konntet, wie man auch so 3D-Objekte einfach drehen und vor allen Dingen auch spiegeln kann, indem man einfach in den Draft-Modus wechselt. Und wobei, der Draft-Modus zum Teil wird ja geschrieben, der wäre nicht mehr gepflegt und so. Totaler Unfug, den muss man weiterhin haben, um eben solche Sachen zu machen. Der hat mit dem Tech-Draw wirklich nicht unbedingt was zu tun. Man braucht ihn halt für andere Sachen. Okay, das soll zu diesem Video gewesen sein. Wie gesagt, wenn euch solche Videos interessieren, so lasst auch gerne ein Abonnement da und ein Klick auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert, wenn ihr da alle auswählt zum Beispiel. Und damit Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Tutorials. Da wird es wieder um den Rumpf gehen. Da mache ich jetzt noch zwei oder drei, müssen wir gucken, weitere Versuche. Einmal mit der Workbench Curved Shapes und dann einmal mit der Workbench Surface. Und beides ist nicht so richtig prickelnd. Wenn jemand da Ideen hat, immerhin her damit. Ich will endlich einen durchgängigen Modellflugrumpf konstruieren. Tschüss!